Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute das Auswaschvideo zu den silbergrauen Haaren, die ich hatte. Um euch nochmal zu zeigen, wie die Farbe aussah, so sah die Farbe anfangs frisch getönt aus. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Farbe getönt habe, ich verlinke euch gerne nochmal das Tutorial dazu in die Beschreibung. Ich habe meine Haare einfach ganz normal mit ganz normalem Shampoo halt eben gewaschen. Und nach der ersten Haarwäsche sah das dann so aus, hat sich nicht wirklich viel verändert. Es ist auch gar nicht mal wirklich heller geworden. Die Farbe war insgesamt auch wirklich sehr haltbar. Auch nach der zweiten Haarwäsche ist es nur gerade in den Spitzen ein kleines bisschen heller geworden, aber oben hat die Farbe bei mir extrem gut gehalten. Nach der dritten Haarwäsche hat sich auch nicht viel verändert, außer dass die Farbe wieder ein bisschen heller geworden ist. Was ich bei dieser Farbe sehr schön fand, ist, dass sich da keine Untertöne entwickelt haben, wie das ja sonst immer ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Directions tönt oder mit anderen Direktziehern tönt. Da hat man das ja zum Beispiel, dass, wenn man blaue Haare hat, dann kommt da schon mal so ein Grünstich durch oder so. Das habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Ich habe zwar eine Haarwäsche später unten so einen kleinen Grünstich gehabt in den Spitzen, aber das liegt nicht an der Farbe oder lag nicht an der Farbe, sondern es lag daran, dass ich ja von Haus aus noch so einen kleinen Grünstich in meinen Haaren hatte von dem Ebony noch damals. Aber das hat sich wirklich einfach nur immer heller rausgewaschen. Eine Haarwäsche später sieht man das jetzt im oberen Bereich, das noch ein kleines bisschen dunkler ist als unten. Da hat sich jetzt so ein kleiner Ombre-Effekt gebildet, was ich aber auch nicht schlecht fand. Also es sah jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie unschön aus, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, ich muss jetzt ganz dringend mit Reinigungsshampoo waschen und die Farbe rauswaschen. Habe ich hier nicht gemacht. Noch eine Haarwäsche später ist es wieder ein kleines bisschen heller geworden, sieht aber immer noch ganz schön aus. Also es wird, wie gesagt, einfach nur ein bisschen heller. Dann noch eine Haarwäsche später sieht man jetzt langsam, dass es an meinem Ansatz ein bisschen schneller rausgeht als im Mittelteil und in den Spitzen ist es dann wieder heller, aber ja, hätte ja auch so gewollt sein können. Ne? Dann noch eine Haarwäsche später ist es wieder ein kleines bisschen heller geworden in den Spitzen. Ist jetzt, wie gesagt, dieser leichte Grünstich wieder durchgekommen von meinem Haar. Es ist jetzt nur noch ein ganz kleiner, minimaler Silberstich übrig, aber da hätte man jetzt schon jede andere Farbe wieder neu drüber tönen können. Und ja, da hatte ich dann auch schon so einen Ansatz ungefähr. Hab mir dann gedacht, ja gut, dann töne ich jetzt mal meinen, dann blondiere ich jetzt mal meinen Ansatz. Und als ich die Blondierung dann ausgewaschen habe, war der Silberstich dann auch komplett weg und meine Haare waren eigentlich auch gar nicht mehr grün. Also der Grünstich ist bei mir jetzt auch mittlerweile komplett raus wieder, endlich. Hat ja auch nicht wirklich lange gedauert. Hust, hust. Ist auch egal, auf jeden Fall hat sich das alles so super gut rausgewaschen. Die Farbe hält sehr gut. Es haben sich keine Untertöne entwickelt. Und ja, ich kann die Farbe nur so absolut weiterempfehlen. Super klasse. Wenn euch diese Auswaschvideos gefallen, dann würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung, wie es euch gefallen hat, was weiß ich, in die Kommentare einfach schreiben. Dann verlinke ich euch jetzt hier oben mein letztes Video und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann wünsche ich euch noch einen super schönen sonnigen Tag, bei mir scheint gerade die Sonne. Macht was draus, geht raus und bis demnächst. Macht's gut, tschüss.